Wir haben schon voll lange nicht mehr mit dem Rad gespielt. Deswegen wird es Zeit, das Rad nochmal auszupacken. Für alle, die es nicht kennen, hier sind verschiedene Aufgaben drauf, die wir, naja, im GK dann einhalten werden. Oder ja, das sind unsere Regeln dann für den GK. Und da der relativ, naja, das sieht jetzt nicht so stark aus, deswegen können wir das Rad ganz gut nutzen, um verschiedene Challenges zu machen, damit ihr nicht so kreativ werden müsst. Man hat Bücher und es gibt momentan nur für Edelsteine und für Geld kann man sich nichts kaufen. Das könnte heißen, dass die Accounts resettet werden. Ah, okay. Ja, sehr wahrscheinlich. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass die Accounts resettet werden, aber das wäre schon ein bisschen hart, ne? Weil man spielt die Beta und dann ist der Account wieder weg. Die ganze Erfahrung. I don't know. Hab gerade Perna gezogen. Glückwunsch! Ich vermisse COC. Es kommt bald noch ein COC-Video. So, Challenge Nummer 1. Schauen wir mal, was wir machen müssen. Nur Monster. Also keine Menschen. Und für unten, also das ist jetzt für oben. Einmal haben wir nur Monster und drei verschiedene Elemente. Okay. So. Nur Monster und drei verschiedene Elemente. Dann werden wir die gelben angreifen und die am meisten gelb sind, ist der hier zum Beispiel. Oh Gott, der sieht gar nicht so einfach aus. Was sage ich hier? Nur Monster und drei verschiedene Elemente. Was kriegen wir hin? Okay, machen wir erstmal hier. Einmal oben nur Monster. Und unten drei verschiedene Elemente. Was mache ich denn gegen Gianna? Ich hasse Gianna. Gegen Gianna benutze ich am liebsten meinen Lichtdude. Mal schauen, wo der ist. Ich glaube, der ist sogar draußen. Hier. Den hier nutze ich sehr gern gegen Gianna. Und wen könnten wir noch nehmen? Wir könnten. Und dann haben wir noch einen Belenos. Oh. Vielleicht Wassermonster. Ein Wassermonster können wir nehmen. Vielleicht können wir den Wasseraffen nehmen. Als Chipper. Der kleine Trick ist, man muss nach dem Gegner nur mit einem Konter angreifen. So ist meine Erfahrung. Nimm mal Perna. I don't know, I don't know. Perna da. Wobei doch, wir könnten Perna nehmen, da haben wir keinen Defense Break. Ich hätte lieber ein Defense Break Monster genommen. Aber Perna kann wenigstens heilen. Ansonsten könnten wir auch sehr gut vielleicht Leo nehmen. Oder ich glaube, ich gehe mit. Danke für den Follow. Oh, Gecko, glaube ich. Irgendwie sowas. Sonst wäre ich, glaube ich, mit Skogul reingegangen. Den könnte man auch ganz gut benutzen. I don't know. Ja, ich denke, es ist ganz okay. So haben wir keinen Defense Break, aber das passt schon. Hab 2 Tage, nachdem du den gebufften Tesha vorgestellt hast, einen zweiten Account erstellt und der dritten Rolle nach dem Tutorial Tesha gezogen. Oh, nice. Glückwunsch. Aber leider nur der zweite Account. Ja, Gecko. Okay, gut. So, und oben wollen wir nur Monster benutzen. Eigentlich haben wir unten auch nur Monster benutzt. Aber ist egal. Dann nehmen wir oben jetzt auch nur Monster. Monster. Wir könnten Bäume und Bollwerk und Skogul. Dann nehmen wir was anderes als Wooster, weil Wooster ist ja ein Mensch. Dann nehmen wir. Wie wäre es mit Leo ist auch ein Mensch? Wer ist denn kein Mensch mehr? Ich glaube, wir können Wind Panda nehmen. Wind Panda. Oder ja, ich glaube, wir nehmen Wind Panda. Ja. So, versuchen wir es mal so. Dann nehmen wir den HP-Boost oben und versuchen die damit kaputt zu machen. Was bedeutet eigentlich Bay, was du in deinem Video für. Du kennst kein Bay? Before anyone else, das ist deine Waifu. Hast du das Wort noch nie gehört? Hast du noch nie zu einem Mädchen gesagt, du bist mein Bay? Das verwundert mich. Ich dachte, jeder kennt das Wort Bay. Weil. Ich weiß gar nicht, das gibt's ja schon voll lange. Also, I don't know, ich weiß selbst nicht, woher ich das damals, wann ich das damals zum ersten Mal gehört habe, aber das Wort ist schon ein sehr weit verbreitetes Wort. Wow, die waren ja echt. Das war jetzt echt nicht so die Challenge. So, jetzt bin ich gespannt. Das sieht nach einem stärkeren Team aus.
Wir sind noch ein bisschen slow. Okay, machen wir das hier. Und versuchen als erstes die Gianna kaputt zu machen. Tja, wofür habe ich den hier überhaupt mitgenommen? Die Monster sahen gefährlicher aus, als die Death es wirklich ist. Also da seht ihr, Runen machen einiges aus. Auch wenn die Monster cool und stark sind, die Death hätte ja richtig, richtig schlimm werden können. Machen Runen sehr viel aus. Ich muss sagen, die Monster von mir sind... Mein Wasserhaft ist auch sehr schnell geruhnt, das stimmt schon, aber... Ich habe ein bisschen mehr erhofft. Ja, ach so, jetzt weiß ich, was ich in einer gewissen Seite eingeben werde. Was? Ich dachte immer Bay gleich Baby, aber before anyone else ist viel besser. Also so habe ich es verstanden. Ich gehe davon aus, dass das auch wirklich stimmt mit dem before anyone else, aber ich kann ja mal googeln. Aber ich glaube, das heißt das. Oder ich habe mir das eingebildet, aber ich glaube eher nicht. Bay steht als Abkürzung für Batterien GmbH. Nein, das wird mir wirklich vorgeschlagen hier. So, hi Monster Kill. Deswegen gab es ja damals die Witze wegen The Bay hier in SW, weil Bay in dem Namen vorkommt. Aber die meisten sprechen ihn nicht The Bay aus, sondern eher The Bee oder so. I don't know. Achso, nächste Challenge. Gehen wir mal rüber zum Rad wieder. Da kommt man zurück von der Toilette und Heaven hat den ersten Gegner schon vernichtet. Dank für ein Follow, Shadow Wolf. What? Nein, Shadow Wolf. Hi. So, nur Monster hatten wir schon. Drehen wir nochmal. Das ist ja ein bisschen heute mit dem Zufall hier los. Nur Monster hatten wir schon. Was? Hallo? Rad? Tja, der war ein bisschen schwächer, als ich dachte. Nur Monster mit langem Haar. Okay, und unten. Auch wenn die Devs relativ schwierig aussah. Von links nach rechts töten, okay. Langes Haar und von links nach rechts. Gut. So, machen wir wirklich den kaputt oder... Ich glaube, der hier ist besser. Nur Monster mit langem Haar hier und von links nach rechts, okay. Also nur Monster mit langem Haar ist, was der Name schon verrät. Nur Monster, die lange Haare haben, wie jetzt Ciara. Und von links nach rechts, das heißt, wir müssen erst Varad, dann Perna und dann Bella kaputt machen. Déjà-vu! Hallöchen, hi Eisblume, ich hoffe dir geht's gut. Und Lapis bekommt man auch zu Anfang wie im normalen SW und sie ist stark. In einem Kampf hat sie als einziges Monster 4 andere auseinandergenommen. Damn, ich will auch Centuria spielen, das ist unfair. Das ist unfair. Kann man eigentlich Monster tauschen? Hier nicht, ist egal wie du es aussprichst. Deine Platte hatte einen Sprung, was ein Sprung? Was meinst du? So, Monster mit langem Haar, das war damals gar nicht so einfach rauszufinden. Wir müssen ja auch irgendwie gewinnen. Wen nehmen wir denn gegen einen Tescher? Am besten Feuermonster. Welche Feuermonster haben lange Haare? Hat der lange Haare? Nein, Kmoon hat keine langen Haare, oder? Ich gucke mir ganz kurz mal an, welche Monster ich besitze. Und die wirklich lange Haare haben. Ja, Kami könnten wir wirklich nehmen. Warte, wir müssen mal in die Übersicht. Kami hat lange Haare. Stella hat auch lange Haare. Die hat nur einen Zopf gemacht. Aber Kami reicht als Wassermonster. Dann nehmen wir noch Feuermonster. Sarin hat lange Haare. Laika nicht. Moon auch nicht. Das sind keine Haare. Sie auch nicht. Keine langen Haare. Raki hat lange Haare. Burner hat Federn, aber keine langen Haare. Juno. Hat Juno lange Haare? Ja, ne? Die sind nur von diesem Schal da bedeckt. Die hat lange Haare, ja klar. Die hat vorne lange Haare. Okay, Juno könnten wir nehmen. Okeanos hat nur einen langen Bart. Ah doch, der hat auch lange Haare. Oh, Okeanos hat lange Haare. Hier, nehmen wir Okeanos. Ja, Okeanos hat lange Haare. Hua auch, ja, Hua, oder? Ja, Hua hat lange Haare. Ja, Hua hat auch lange Haare. Halt mit ihrem Zopf, aber die hat lange Haare. So, okay. Warte, wir haben gegen den hier gekämpft. So, okay, was haben wir gesagt? Wir hatten Kami, dann Okeanos haben wir.
Wo bist du, Okeanos? Da, Okeanos und Juno hätten wir, aber da fehlt mir ein bisschen Damage. Dann könnten wir wirklich, nehmen wir mal Hua. Ob das so klappt, ist die Frage, aber ich bin mal gespannt. Show Kami some love, ja, ja, machen wir. Ich kann SW2 installieren, aber nicht spielen, weil Emulatoren geblockt sind. Ugh. Ich meine, ist ja auch die Beta. Ich würde ja echt gerne Sonos Lost Centuria spielen. Einfach nur so aus Prinzip, um es zu testen, damit ich sehe, wie das Spiel wird. Aber sie mögen meine Apple-Produkte nicht. Das ist mies. Aber wir müssen ein bisschen warten und dann werde ich spielen, sobald es rauskommt. Bin ja echt gespannt und freue mich. Aber naja, können wir halt nichts machen. Müssen wir abwarten, wer Apple-User. So, wen nehmen wir unten? Ist ja eigentlich egal, wir müssen nur die besiegen. Als ich noch ein kleiner Noob nach 3 Kämpfen in den nächsten Kampf reinging, hatten die Gegner schon Lucian Siege... Was? Siege? Lucian Siege? Meinst du den Samurai? Gianna? Was? Zyros, Rector und andere Net5s und Net4s. Ich bin mal gespannt, wie balanced das Game ist und wie die Summon Rate dann wirklich da sind. Mal sehen. Alles gut soweit. Und bei dir? Ja, ich denke schon. Also waren spannende Wochen. Umgezogen, neuer Job. Was kann mehr passieren in so einer kurzen Zeit? Und neue Stadt, ja. Aber mir geht's ganz gut. Ich bin Gott sei Dank gesund. Hab jetzt fast jeden Tag Homeoffice, was sehr angenehm ist. Und ja, so, wir könnten nochmal sie benutzen. Gegen eine Perna ist jetzt nicht so nice, aber ich möchte sie gerne nochmal benutzen. Dann möchte ich hier benutzen und vielleicht so, I don't know. Nee, die nehmen wir nicht. Dann nehme ich lieber sie mit. Dann ist meine einzige Hoffnung wirklich mein Dingsgirl. Aber ich vertraue ihr mal. Aber wir müssen, nee, ich kann die nicht nehmen. Ich muss ja von links nach rechts töten. Das heißt, ich kann keine AOEs benutzen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen... Da könnten wir die Challenge missachten, deswegen können wir sie leider nicht nehmen. Faye können wir leider auch nicht nehmen. Dann nehmen wir nochmal Ciao, haben wir schon lange nicht mehr benutzt. Ja, nehmen wir Ciao. Okay, versuchen wir es damit mal. Ich denke, das ist ganz in Ordnung, oder? Oder ich nehme Rio nochmal. Ja. Spiel doch oben. Was? Spiel oben doch Harmonia. Harmonia hat kurze Haare, die kann ich nicht nehmen. Leider. Blub, hi Salma. Wie lange streamst du heute? Ich weiß nicht genau. Vielleicht so bis kurz vor 19 Uhr oder so. Also ist noch, ja, also ja, die sind wirklich kurz. Ich habe die mir eben angeschaut. Ich dachte, die hätte lange Haare, aber die hat kurze Haare. Die hat nur diese, oh, Triana, egal, sehr gleiche. Die hat nur an der Seite so diesen Haarschmuck oder so, aber hinten sind die kurz eigentlich. Ich kann gleich nochmal nachschauen, aber ich meine, so sieht's aus. Okay, das ist unser Team. Lange Haare und unten von links nach rechts. Let's go. Ja, Siege. Und diese Licht-Fusion-Lady, die stark ist. Ah ja. Jeanne meinst du. Ich bin mal gespannt. So. You're so lame. Okay, mein Okeanos ist auch schnell. Wen setze ich zurück? Ich glaube, ich setze sie mal zurück. Und ich stunne alle. Mann, ey, Okeanos ist so unfair. So unfair. So, denn der geht jetzt von allein kaputt. Wobei, ich kann auch so machen. Meine Kami hat sogar gecrittet. Wow. Wow. Wow, krass, dass das mal passiert. Meine Kami hat ein Windmonster gecrittet. Was ist denn los mit ihr? Das ist ja... Nein, Frau! Sollst nicht sterben, Frau. Naja, sie hat wenigstens gekürtet, sehr gut. Moin, Timnox. Moin. So, okay. Machen wir mal Defense Break. Hat ja nicht so wirklich funktioniert mit dem Defense Break, ehrlich gesagt. Wir müssen von links nach rechts, so. Wow, Stun und Proc, okay. Aber wir haben ja Immunity drauf, deswegen kann uns nichts passieren. Meine Güte, diese Bella geht ja ab. So. Buffen wir jetzt nochmal. Zwar von links nach rechts. Ja. Ich mache von links nach rechts. Keine Sorge.
Habe ich was anderes gesagt? Wow, gerade gekommen und muss schon wieder los. No! Dann viel Spaß bei dem, was du machst, Timer. So, wir besiegen die auch von links nach rechts. Das ist doch links. Von meiner Sicht her jedenfalls. Oh oh. Oh oh. Die Gegner procken schon ziemlich viel. Bye bye, Simon. Die Gegner procken schon ziemlich viel. Vielleicht landen wir jetzt mal einen Defense Break. Meine Güte, immer wenn ich da. Wenn er jetzt einen Defense Break drauf ist, prockt er raus, der Blöde. Aber gut. Meine procken jetzt wenigstens auch ein bisschen. Was mir nicht wirklich hilft, weil ich den hier kaputt machen muss. Aber wir können die Attack-Leiste wenigstens schön nach hinten pushen. So, Defense Break ist drauf. Jetzt aber. Sehr gut. So, als nächstes Perna dran, die Heal-Block hat. Das ganz nützlich ist. Dann machen wir die mal kaputt zum ersten Mal. Und jetzt können wir sie zum zweiten Mal kaputt machen. Die Perna macht auch von... Was? Die Perna macht auch von links nach rechts. Ja, ist echt so. Ja, ist... Es, aber ich dachte erst, dass die Regeln für beide Kämpfe gelten. Nein, nein, nein. Also oben war Monster mit langen Haaren. Und unten war Monster von links nach rechts. Also das erste Rad ist immer für oben und das zweite Rad ist für unten. So. Hat er doch gut gemacht. Mein Rio. Ich bin immer enttäuscht, dass ich ihn nicht in RTA benutzen kann. Das frustriert schon ein bisschen, aber gut. Kann man nichts gegen machen. So. Vorletzte Challenge auch abgeschlossen. Jetzt kommen die letzten zwei noch. Bin mal gespannt, was wir jetzt noch für eine Regel ziehen. Vielleicht haben wir den GK gewonnen, dann können wir auch einen anderen angreifen. Also einen roten vielleicht, der ein interessantes Team hat. Ja. Machen wir mal ganz kurz. Dann drehen wir. Das haben wir schon. Irgendwie ziehen wir heute nur das gleiche, obwohl hier so viel Auswahl da ist. Okay, 5, 4, 3, also Net 5, Net 4 und Net 3. Und unten. Mirror. Mirror ist schwierig. Mirror ist schwierig, weil wir dann nur bestimmte Teams angreifen können, von denen ich wirklich Monster besitze. Viele Grüße an Joffrey. Ein YouTuber meinte, dass die Monster aus Centuria aussehen wie aus Disney. Also so genau habe ich die Monster ja noch nicht gesehen, aber als ich den Trailer oder das Gameplay gesehen habe, ich zeige euch ganz kurz mal Harmonia, haben die mich jetzt nicht an Disney erinnert. Dank für den Follow, Tag Games meint. So. Die hat keine langen Haare, die hat kurze Haare. Die hat wirklich kurze Haare, das ist nur ihre Kopfbedeckung, ihr Kopftuch. Die Haare sind wirklich kurz. Ich dachte auch zuerst, dass sie lange Haare hat, aber anscheinend hat sie kurze Haare. So, 5 für 3 und Mirror. So, unten das kann ich nicht mirroren. Hier das könnte ich mirroren, aber das ist ein bisschen lame. Hier könnte ich nichts mirroren. Hier könnte ich beides mirroren. Hier auch, da sind ein bisschen Low Devs. Hier, da könnte ich auch beides mirroren, aber die sind mir ein bisschen zu schwach, ehrlich gesagt. I don't know, der erste ist eigentlich der spannendste. Aber das wäre auch ganz cool hier. Wobei ich hier keine Luis habe, leider, deswegen. Ich könnte ja das so machen, dass ich das hier angreife und dann nehme ich unten als Mirror-Alternative ihre Schwester. Das ist das Einzige, was ich besitze. Die anderen Devs waren mir ein bisschen zu lame. Oder ich könnte auch Jeanne nehmen. Ja, ich glaube, ich nehme Jeanne. Und dann brauche ich den Wasseraffen. So, nehmen wir mal Jeanne. Und oben 5-4-3. Definitiv hat Werder aus Centuria eine coolere Animation aus normal SW, denn in Centuria verschwindet er im Boden und taucht unter dem Gegner wieder auf und schlägt von unten nach oben. Oh, das ist cool. Hi, Evan. Hi, Squishy. Na? So, 5-4-3. Ich habe Lust auf... Auf wen habe ich Lust?
Das ist die Frage. Ehrlich gesagt hätte ich Lust auf Faye. Faye, Orion, aber ne, dann haben wir schon. Shit, ich kann ihn nicht nehmen. Wait. Der ist ja Net 4, dann brauche ich ein Net 3. Ein gutes Net 3. Ja, dann nehme ich. Ne, Stella ist auch Net 4. Wieso sind die alle Net 4? Wer ist denn gutes Net 3? Bethany ist auch Net 4, oder? Ja. Net 3. Kennt ihr einen coolen Attacker als 3-Sterne-Monster, das ich besitze? Abgesehen von Kali, die ich jetzt nicht nehmen will. Mir fällt gerade keiner ein. Rina, aber Rina ist ja voll lame. Bulldozer? Ja, Bulldozer könnten wir nehmen, stimmt. Bulldozer. Ansonsten. Ah, Lea! Aber der fehlt eine Rune. Mist. Mist, Mist. Ich wusste es, dass der eine Rune fehlt. Der fehlt leider eine Rune. Ja, okay, dann. Rage Fran. Rage Fran, ey. Oh, ich will einen schönen Attacker. Wieso sind die Attacker aus der Helea alle Forster? Mist. Mist, 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 Mist. Oder ich nehme einfach meine Orion-Alternative. Das könnte ich natürlich machen. Dann spiele ich mit Faye. Okay, Faye nehmen wir, dann nehme ich mit Faye, nehme ich noch. Das ist ein 3-Star, oder? Den nehme ich dann noch. Der hat Runen, oder? Nein, dem fehlt auch eine Rune. Wait. Dann nehme ich Bestet mit als Net 5. Und dann noch ein Net 3. Schlange, Rogue. Greifen Katzen. Ja, ich habe diese ganzen Second Awakenings nicht gebaut. Einen 3-Star brauchen wir noch. Dann nehme ich. Ja, Rakuni könnten wir wirklich nehmen. Rakuni könnten wir nehmen. Ich glaube, wir nehmen Rakuni. Warum nicht? Rakuni ist immer ganz gut. Oder wir nehmen Darion. Darion ist auch 3-Star, oder? Ja, Kali können wir nehmen. Höllenhund, Wasser, Höllenhund. Ist das nicht ein 2-Star? Ist der Wasserhöllenhund kein 2-Star? Wasserhöllenhund ist doch 2-Star, oder? I don't know. Es ist jetzt wenigstens 5 Sterne, 4 Sterne und 2 oder 3 Sterne. Nehmen wir einfach meinen Wasserhöllenhund. Danke für die ganzen Hinweise. Oh! Zum Glück derbt er. So, ja, Tuster. Ist egal. So, dann werden wir als erstes den hier kaputt machen. Der ist sogar ganz cool mit Faye. Weil sie da reinprockt. Ihr habt gesehen, wie oft die jetzt angegriffen haben. Nice. Voll das coole Team. Und dann machen wir jetzt hier Ignore Death. Kein Ignore Death. Wir hatten ja sowieso den Attack Buff, der wurde uns ja sowieso geklaut. Das ist ganz nice, dieses Team. Das gefällt mir. Die könnten schon richtig abgehen, wenn man da ihnen richtig gute Runen gibt. So, dann das Mirror-Team. Mit der Lichtschwester. Zeig uns deine SWC-Rolle. Ich habe keine SWC-Rolle. Oder welche Monster ich ausgewählt habe. Oder was meinst du? Die sind zu weak. Das, was ich jetzt hier den Gegnern gebe, kriege ich wahrscheinlich gleich in RTA zurück. Ich weiß es.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die in RTL wieder richtig hart werden. Und mich kaputt machen. So, GK geschafft. Der GK war aber auch easy.